kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Auto. Ja, da kommt sie wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber ich habe schon einen Gag. Okay. Achtung, aufgepasst. Ich lasse ja das Auto jetzt öfters mal stehen. Frag mal, wegen Greta und dem Klimawandel? Wegen Greta und dem Klimawandel? Nee, die Ferien sind vorbei. Auf der A5 am Bad Homburger Kreuz zur Raschauer. Verstehst du? Ja. Weil ich stehe da immer im Stau. Ich finde den richtig gut. Ja, hat was. Oder wir machen es ganz kurz. Stau oder wie man neuerdings sagt, Tsunami. Oh, der ist aber auch schön. Das ist mal eine neue Vokabel. So zum Posen. Ja, statt Tsunami. Ja, genau. Tsunami. Tsunami. Sehr geil. Weil dann ist man ja langsamer als. Ja, verstehe. Schnell. Wir könnten aber auch die Top 3 der Autofilme machen. Auf Platz Nummer 3 Inspection, auf Platz Nummer 2 Rost in Translation und auf Platz Nummer 1 Der Teufel fährt Lada. Ja, das kapiert jeder. Ja, das ist ja oft das Wichtigste. Ja, komm, Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.